Dann wollen wir auch gar nicht viele Worte verlieren und uns gleich ins Gefecht stürzen. Da irgendjemand logischerweise vorgehen muss. Und ich bisher so viel Vertrauen habe in meine Dame. Macht sie das hier? Außerirdische in sich. Gleich mal an. Allerdings bekommt die Herren Besuch. Komm. Und gleich mal ins Becken geschmissen. Das ist ja eine unfreundliche Behandlung eigentlich. Bei dir, die Frage ist jetzt, hier hättest du Deckung. Die Frage ist, siehst du die von da? Du würdest ihn sehen von da. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Warum kannst du nicht in Volldeckung, bitte? Das Problem ist, wenn ich ihn jetzt hierher ziehe, dann ist er zwar in Deckung, aber ich weiß nicht, ob ich den nächste Runde noch bewegen kann. Nee, er hat beide im Ziel. Sehr schön. Dann sollen doch mal meine Rekruten beweisen, was sie gelernt haben. Park Shen geht hinterlistig und gemein. Was wird's denn hier? Wird's hier noch? Also gehen wir mal bitte bis hier, damit ich sehe, was hier hinten noch los ist. Sehr schön. Das heißt, du könntest dich. Du siehst sie schon. Du könntest dich hier annähern. Und würdest aber im Doppelfeuer stehen. Hier aber natürlich genau gleich. Komm. Du bist Rekrut. Du bist da, um dich zu opfern. Dann würde ich sagen, bei dir machen wir gleich dasselbe. Du kannst hier hin. Ihr würdet hier in Deckung stehen. Aber ihr könnt flankieren. Nee, die werden ja kaum so blöd sein, uns zu flankieren. Hier wäre eine halbe Deckung. Das Problem ist allerdings, wenn ich euch jetzt so weit vorziehe, könnte es ja sein, dass ihr auslöst. Nee, wir machen es so. Ihr rennt hier hin. Und rennt dann nächste Runde von da hinten aus der Deckung voll mitten rein. Sehr schön. Jetzt wollen wir mal sehen. Die treffen natürlich. Ich bin überzeugt, die treffen. Ja, na, Gift. Am ersten Arbeitstag schon so ein giftiges Klima. Wo bist denn du bitte hin? Der steht in Volldeckung. Tatsächlich am ersten Arbeitstag schon vergiftet. Hm. Du hattest deinen Treffer, das heißt, wir nehmen jetzt. Das Problem ist jetzt allerdings. Nee, das ist ein Sport. Das ist blöde, das würde gehen. Wie weit würdest du denn kommen, bitte? Du würdest bis hierher kommen. Da kannst du eigentlich auch gleich bleiben, wo du bist. 30%. Einfach nur, um zu sehen, ob das was bringt. 53. Komm. Zack und weg. Und der nächste liegt im Wasser. Was mache ich mit dir bitte? Du könntest hierher.
komme. Einfach, weil es so viel Spaß macht. Ja, da ist eine Ratte. Nicht von der Ratte ablenken lassen. Du, hey, schau doch nicht auf die Ratte. Wenn du nicht auf die Ratte geschaut hättest, hättest du getroffen. Könntest mir den Sicherungsposten... Nee, du könntest natürlich auch. Vermutlich bist du erst noch der bessere Sicherungsposten. Also, komm. Das sieht schon mal sehr schön aus. Die... Ich weiß nicht, ob es an den Farben liegt, dass die sich unter Druck fühlen oder... Ob es allgemein halt ist, nach dem Motto, das erste Mal ein Ernsteinsatz, wir wollen uns beweisen. Aber ich bin immer wieder äußerst positiv erstaunt, wie gut die Damen und Herren treffen. 3 Punkte, das bringt eigentlich noch nichts zu heilen. Nee, du bleibst mir im Volldeckung, du bist Arzt. Ärztin, Entschuldigung. Ich will ja nicht Sexist werden. Soll ich dich nach vorne ziehen und dann löst du eventuell aus? Zeig mal. Nee, du stehst ja hier in Volldeckung. Das heißt, wenn du hier, müsstest du auch immer noch in Volldeckung stehen. Bewegen musst du dich ja eh, also komm. Nichts ausgelöst. Ja. Wobei, mal... Einfach nur so. Nee, am Ort bleiben. Einfach nur nach oben. Komm. Die Ärzte ziehen wir als letzte nach. Du kannst mir mal hierher. Warum sieht der Sniper die nicht, aber sie? Jetzt will ich aber was anderes wissen. Genau. Komm. 100% aus der Luft. Hol ihn dir. Einfach nur zum Spaß. Oh. Todesengel. Ja, das Beste. So darfst du dich nennen. Hast du hier Deckung? Ich glaube doch, das zählt als Deckung. Dann mach mir doch das bitte. Feldposten. Du darfst nachziehen. Hier ist allerdings noch Gift. Ich glaube nicht, dass du von hier hinten triffst, aber... Nee. Du wirst sicher nicht treffen, aber du kannst ja trotzdem mal. Und bei dir, dich muss ich sporten lassen, weil ich habe keine Deckung mehr für dich. Und hier bist du noch eins weiter vorne. Na, egal. Komm. Du machst mir Feldposten. Dich möchte ich eigentlich... Das ist, glaube ich, keine Giftposition. Sehr schön. Jetzt ist allerdings der Sniper in der Luft. Was? Auf wen schießt du? Auf niemanden, wenn sie trifft. Komm. Oh, die Damen sind aggressiv. Und fragt mich nie, warum ich mehr Damen mitnehme als Herren. Also das ist ja wieder mal ein klassischer Beweis. Ach. Nirgends kann man euch alleine lassen. Vielleicht hilft es ja, wenn der Doc an deiner Seite ist. Damit du theoretisch ein bisschen beeindruckst.
Weißt du was? Wie weit kommst du denn? Komm. Der zeigt mir irgendwie den Sprengradius nicht an. Sehe ich das richtig? Der zeigt den Sprengradius nicht an. Ach, wart noch. Du hättest den. Du könntest ja auch noch hierher. Notfalls bewegen wir dich halt nochmal eine Runde. Jon, komm! Ich bin überzeugt, die Herren profitieren einfach von der Moral, wenn Damen dabei sind. Also die schießen besser. Fellposten. Ja. Nee, Fellposten. Du kannst ja eh nicht heilen. Moment. Und du darfst wieder runter. Okay. Du dürftest runter, aber der will nicht. Dann, gehen wir doch bitte hierher. Und lande mir doch bitte hier. Komm. Ah. Komm. Hallo? Der will nicht. Doch, genau hier sollst du landen. Land. Landen. Ich kämpfe noch mit technischen Schwierigkeiten bei diesem Gerät. Die Betriebsanleitung war leider in Koreanisch und das konnte ich nicht lesen und ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Flugzeug erschaltet. Ich will nicht mehr fliegen. Jeder Traum hat auch irgendwann mal ein Ende. Hier landen. Schalte Triebwerke aus. Oh. Sehr schön. Ja, nee, du bleibst mir hier. Da weiß schon, was da noch alles durchbricht. Aber dich könnte ich eigentlich nachziehen. Du wirst es dir eigentlich von den anderen gedeckt werden. Dann melde dich doch mal für dein Popöchen. Eigentlich gehört dir der versohlt. So schlecht, wie du dich da präsentiert hast. Aber die Frau hat Verständnis für dich. Ja. Hoffentlich hat sie den Verband so stark angezogen, dass es wirklich weh tut. Mit so viel Dummheit hast du dir das auch verdient. Und jetzt tu nicht so, als könntest du schon wieder voller Elan wegrennen. Ja, das ist eigentlich ganz eine schlechte Position. Aber die ist immer noch besser als die hier. Ach komm. Das bringt eigentlich jetzt gar nichts, was ich hier mache. Aber die Position ist jetzt wirklich so schlecht. Und bei dir ist es vermutlich so, wenn ich dich hierher ziehe, wirst du was auslösen. Aber ich kann dich ja immer noch zurückziehen. Genau, sowas. Das habe ich vermutet. Ihr könnt euch gar nicht mehr verstecken, weil da hinten ist nämlich der Sniper. Ah. Bitte in die Kamera lächeln. Da
Das gibt Mut. 55, 55. Wenn ich es nicht mache, gehen die doch sicher auf den Fellposten. Probier's. Ja, ich wusste doch, dass der auf den Feldposten geht. Nee, der Sunny macht ja wirklich keinen Sinn. Die Frage ist jetzt, wenn ich hierher gehe, wird es den Feldposten schon auslösen oder nicht? Oder wir können natürlich probieren, von hier hinten zu nähern. In den Rücken zu fallen. Probier es mir mal. Nee, der hat Augen im Rücken. Wow. Könnte ich bitte auch so einen Anzug haben, der rückwärts sieht? X-Ray ausgeschaltet. Dann geh du mir bitte hier hin. Mach mir hier einen Feldposten. Und geh mir mal bitte nur hier hin. Nee, nee. Feldposten. Ihr müsst euch schon sehr früh an den Militäralltag gewöhnen. Also möglichst viele Feldposten hier stellen, damit ihr das konditionell später erträgt. Und bei dir mal über... Nee. Wenn... Das sind ja eigentlich jetzt diverse Feldposten. Komm. Geh mir doch mal... Geht das nicht? So weit kommst du nicht, offensichtlich. Oder? Doch. Seht ihr das, dass das Flugoberteil woanders ist wie... Keine Ahnung, wo jetzt der wirklich hingeht. Probier's mal doch einfach mal hier. Ja, und im nächsten stößt er dann ab, oder wie? Ja, der wird abstürzen. Mal sehen, wie die Landung wird. Jawohl, bei dir, wo könnte ich jetzt denn da hin? Du kannst die Dame nicht allein lassen. Zieh hier bitte nach. Will ich zuerst einen Sniper wissen. Weil der braucht vermutlich nachher einen Sunny. Geh mir hier hin. Mal sehen, was er macht. Füße am Boden. Füße am Boden. Schön. du kannst ja nichts mehr machen. Dann lad mir doch... Doch, du kannst noch was machen. Scanne mir mal doch bitte diesen Bereich hier. Empfange Signal vom Gefechtsscanner. Alles leer. Ein bisschen erstaunlich, aber. Wenn du mir das sagst, glaube ich dir das. Noch bin ich hier nicht durch. Noch kann es immer noch katastrophal enden.
Und bei dir? Einmal Gas, bitte. Hoffentlich klappt das. Hält einen Zug an. Mal sehen. Einfach nur zu Testzwecken. Enttarnt. Und jetzt darf ich das nicht mehr, oder? Komisch. Also selbst wenn du was auslöst, hier müsstest du eigentlich gut gedeckt sein. Probier's doch bitte. Ich nehme jetzt mal an, die befinden sich hier im Gebäude. Du kannst hier oben die Wache schieben. Du müsstest ja eigentlich den Eingang sehen. Und du kannst mir hier gleich durchrennen. Du bist eh viel zu weit hinten. Du kannst mir gleich die zweite Position übernehmen. Du gehst mir hier hin und machst mir hier eine Deckung. Merkt ihr das vielleicht? Dass ich euch probiere, viel schneller wieder Action zu bieten. Ich hetze hier. Ich überlege gar nicht. Ich möchte hier nur weiter. Allerdings... den Feldposten kann ich nicht sein lassen. Dann würde ich sagen, probiert's mir doch mal bitte. Ob hier irgendwas ist. Hier ist nix. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Du kannst gleich mit. Und schauen wir mal, ob hier was ist. Was hier ist auch nichts. Machst du mir trotzdem mal den Feldposten. Und du mir auch. Und du rennst durch und kannst hier hin. Und dich könnte ich eigentlich von außen annähern. Gehen wir doch bitte mal hier hin. Außerirdische in Sicht. Ja, super. Ja. Da reagiere ich natürlich sofort. Du machst mir sofort einen Feldposten hier. Und du siehst die nicht. Komm. Das kannst du mir nicht antun. Aber du wirst hier vermutlich von hier sehen. Sehr schön. Nächste Runde seid ihr dran. Nein, komm, ey, die hat sich so gut bisher geschlagen. Tu nicht auch noch. Also, dann machen wir das natürlich ganz anders. Das kann ja nicht wahr sein. Ich nehme jetzt einfach mal an, hier ist nichts drin. Ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Das da ist unsere Fracht. Wir müssen alle Feinde ausschalten und die Gegend für den Transport absichern. Machen wir. Wir sind mittendrin. Komm. Keine Bedrohung mehr. Diese Lagerhalle ist, glaube ich, bald nicht mehr brauchbar. Ist das eine Deckung? Das ist eine Deckung. Du hast noch volle Lebenspunkte, das dürfte dir... Nee, weißt du... Ja, wobei... Wenn du jetzt nicht triffst... Ja, geh mir bitte hier hin. Du kannst nämlich den flankieren. Weg mit ihm! Ich sollte immer Rekruten mitnehmen. Das flutscht einfach. Nee, du warst schon. Dann nehmen wir dich. Du kannst du nämlich von hier flankieren. Flankieren reicht dir nicht.
Na, aber 89%, also. 89 und du triffst nicht. Eva fehlt. Ich weiß, mit wem ich das Putzpersonal aufreschen. Mit welchen Neulingen. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Jawohl, mit Frischlingen. Frischfleisch für alle. Mal sehen, was sich die verschiedenen Rekruten so ausgedacht haben als Berufung. Sturm schwer, Scharfschütze schwer. Na dann halt. Park Chen, Wille 46. Du wirst, glaube ich, gleich wieder entlassen. Jessica Hernandez, Wille 49. Willkommen im Dienst. Du darfst bleiben. Min Ho Yon, Wille 50. Du darfst bleiben. Und wie spricht man das eigentlich aus? Parvati Yadav. Wille 49. Auch du darfst bleiben. Erobert wurden 12 dünner Mannleichen und 24 Waffenfragmente. Dieser sterbende Grabstein wurde wieder eingepflanzt. Das Grab bewacht. Die Ladung ist ohne einen Kratzer angekommen. War das der Grabstein? Ausgezeichnet, Commander. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Mit dem dritten Auge sieht man besser. Jawohl. Das war kurz und bündig, wie es weitergeht, was ich hier noch alles anstelle. All dies und viel mehr in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und auf bald wieder.